Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und heute möchte ich mal auf einen meiner persönlichen Lieblingscoins eingehen. Und zwar möchte ich heute mit euch die Frage beantworten: Was ist Monaco bzw. MCO? Das Logo habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Wenn ihr euch auf CoinMarketCap rumtreibt oder vielleicht auf irgendeiner Börse aktiv seid, dann werdet ihr mit Sicherheit das ein oder andere Mal auch schon mal Monaco entdeckt haben. Und ja, was sich dahinter verbirgt, beziehungsweise wie das Ganze genau funktioniert und welche Technik dahinter steht, darum geht es in diesem Video heute. Und anfangen möchte ich mit euch mit der Frage, welche Idee steckt eigentlich hinter Monaco? Wie immer werde ich euch jetzt einfach einmal das gesamte Konstrukt offenlegen. Ihr könnt also gerne Pause drücken und euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe versucht, das Ganze so einfach wie möglich für euch aufzuschreiben oder zusammenzufassen. Allerdings gibt es natürlich hier den ein oder anderen Fachbegriff im Laufe der kurzen Präsentation. Wenn ihr da irgendwie nicht weiterkommt oder Fragen habt, wisst ihr ja Bescheid. Immer in die Kommentare schreiben. Ansonsten denke ich, ist es ziemlich verständlich geschrieben. Okay. Vielleicht generell erstmal die Idee oder die Vision des Teams hinter Monaco ist die, dass es der breiten Masse möglich gemacht werden soll mit Bitcoin und Ethereum, also mit den beiden größten Währungen im Großen und Ganzen, in der realen Welt irgendwie hantieren zu können, und sie wollen gerne Kryptowährungen in die reale Welt befördern. Das heißt, sie versuchen, dass jeder Mensch im Alltag Kryptowährungen als Zahlungsmittel beispielsweise nutzen kann, und das versuchen sie stark zu vereinfachen. Um das Ganze jetzt in der Realität mal beim Namen zu nennen, haben sie eine Plastikkarte entwickelt, genau wie Kreditkarten, und zwar eine sogenannte Monaco Visa Card. Wie diese aussieht, zeige ich euch gleich einmal. Prinzip dahinter ist einfach, man hat also diese Karte und kann diese Karte quasi mit seinem Wallet oder mit seinen Wallets verbinden, und somit dient diese Karte als Schnittstelle zwischen dem Zahlen an Kartenlesegeräten, wie zum Beispiel allen möglichen Geräten, die Visa Card akzeptieren, und eben euch. Ihr könnt also damit überall bezahlen und könnt quasi eure virtuelle Kryptowährung in der realen Welt einlösen. Genauso könnt ihr auch aus der Kryptowährung Bargeld abheben. Das ist zum Beispiel auch ein extrem spannendes Thema. Ihr könntet also auch an Geldautomaten Geld abheben, im Restaurant oder Supermarkt. Einfach wie gewohnt die Karte rein und fertig ist das Ganze. Okay, darüber hinaus ist es so, dass natürlich in Zukunft versucht wird, mit solchen Methoden oder mit solchen Medien, dass man versucht, die Fiat-Währungen, also die uns gängigen Währungen, wie zum Beispiel Dollar, Yen, US-Dollar ist eigentlich das Gleiche, Euro und auch, wie sie alle heißen, dass ihr also diese Währungen zukünftig quasi ersetzen könnt mit den Kryptowährungen. Und das Besondere ist natürlich, dass bei den Kryptowährungen immer die Blockchain und die Sicherheit der Blockchain im Vordergrund steht. Das heißt, die Vertrauensfrage, gerade wenn es um Geldangelegenheiten geht, wird höchstwahrscheinlich, deshalb bin ich ja auch so ein großer Fan der Kryptowelt, immer mehr in die Richtung gehen, Blockchain, immer mehr in die Richtung das Mehrheitsprinzip, also dass durch diese Confirmations und durch diese Bestätigung innerhalb der Blockchain einfach das Vertrauen wiederkommt, das momentan leider Gottes bei vielen Instituten verloren gegangen ist. Und mit der Monaco App versuchen die darüber hinaus auch noch das Ganze mit dem Smartphone, also mit dem Gerät, das ihr allerliebsten in der Hand habt jeden Tag, eben das Ganze zu kombinieren. So, und wie das jetzt ausschaut, dazu gehen wir einfach mal direkt bei Monaco auf die Internetseite. Ich habe die jetzt mal direkt geöffnet, und zwar ist das mona.co. Ich werde das Ganze nochmal verlinken. Hier seht ihr zum Beispiel einmal hier den Prototypen der App. Also ihr seht, wie das damals angefangen hat. Damals waren 1688 Ether scheinbar noch kein Vermögen. Ich sehe schon doch hier so ein bisschen, das war es schon. Also ihr seht auf jeden Fall, hier ist die Karte abgebildet. Hier seht ihr auch die App. Und wenn wir mal runtergehen, schöne Animation, sehen wir auch, dass die Karte dann mit runterfällt. Und so schaut die Karte im Prinzip aus. Es ist eine Debitkarte. Ich hatte euch vorhin gesagt, man kann auf diese Karte seine oder das mit seinen Wallets verbinden. Das ist nur jetzt so bildlich gesprochen. In der Praxis wird es vermutlich so aussehen, dass ihr gewisse Coins auf diese Karte einzahlt, weil es ist eine Art Debitcard. Also ihr transferiert quasi eure bestehenden Bitcoin oder eure bestehenden Ether, übertragt ihr auf das Wallet, das wiederum mit der Karte verbunden ist. Und so könnt ihr dann diese Karte beladen und eben in der Realität dann wieder entladen, indem ihr eben irgendwo bezahlt damit. Ja, also eigentlich ist es so ähnlich, die App ist so aufgebaut, wie ihr es vielleicht von PayPal kennt, also man hat da die Möglichkeit, Geld einzuzahlen, Geld zu transferieren, die aktuellen Börsenkurse zu sehen und. Also eigentlich nichts Neues, aber für die Kryptowelt schon relativ neu, und ja, das einfach mal, damit ihr ungefähr wisst, wie das Ganze denn bildlich ausschaut. Okay, ansonsten gehen wir mal weiter in die Präsentation, wir wollen es nicht zu lang machen heute.
Und zwar gehen wir auf die nächste Folie. Hier geht es darum, welche Besonderheiten haben wir eigentlich mit Monaco, beziehungsweise welche Fakten. Zunächst einmal gucken wir uns mal den Stand von Monaco gerade jetzt an. Ungefähr ja, in den Top 50, also Platz 36. Ich glaube, die Aufnahme habe ich gestern Abend gemacht. Kann sein, dass sie mittlerweile sogar schon wieder um ein, zwei Plätzchen gestiegen sind. Aber vor wenigen Wochen waren sie noch weit, weit weg von den Top 100. Somit der definitive Gainer, also der Winner in den letzten in den letzten Wochen. Und nicht zuletzt ist es diesen Fakten geschuldet. Es gibt nämlich nur bei Monaco 9,8 Millionen Token. Die nennen sich bei den MCO. Und die könnt ihr hier oben rechts sehen. 9,814 und so weiter Millionen Token. Diese Token wurden eigentlich auch nur kreiert, um für das Crowdfunding, also für die erste Geldeinsammlung, bevor das Projekt wirklich starten konnte, da hat man überlegt, okay, man möchte natürlich denjenigen, die jetzt sozusagen als Investoren in das Projekt einsteigen, ihnen irgendeinen Mehrwert schaffen und hat gesagt, ihr bekommt eben zu Beginn eure Coins, ja, ihr bekommt eure Token als Gegenwert dafür, dass ihr uns euer Vertrauen und euer Geld gerade gebt. Und dieses Crowdfunding hat stattgefunden und nur dafür wurden diese Coins erschaffen. Das Ganze funktioniert via Proof of Stake, das heißt, man kann Monaco nicht minen. Es gibt also eine festgeschriebene Anzahl an Monaco und ein festgeschriebenes White Paper, also eine Art Businessplan, und daran wird festgehalten. Das ist eigentlich so das Wichtigste erstmal, um zu verstehen, warum es überhaupt nur so wenig Token gibt. Es ist also kein typischer Bezahltoken, sondern es ist eher ein Firmenanteil, wenn man so will. Und darüber hinaus verspricht Monaco, und das ist das Einzige, was ich noch nicht so hundertprozentig begriffen habe, wie sie es machen. Wenn ihr also vielleicht genauer wisst, wie sie das nächste hier tun, bitte, bitte gerne in die Kommentare. Das Team verspricht nämlich, dass sie die Schwankungen, also diese Volatilität, die es am Markt gibt, gerade im Kryptomarkt, also mal 10% aufwärts, 10% abwärts und teilweise extrem schnell, das wollen sie mithilfe eines gewissen cleveren Systems im Backup eindämmen. Sie wollen also dafür sorgen, dass wenn wir beide jetzt beispielsweise essen gehen und ich sage, ich übernehme diese Rechnung, und als wir losgegangen sind, stand der Bitcoin meinetwegen auf $4,500, dann haben wir schön gegessen, haben zwischendurch einen Ticker aufs Handy bekommen, wo drin stand, Bitcoin dreht durch, jetzt bei $6,000 und wir bezahlen, ja, und am Ende merken wir, als wir bezahlen, die 100 oder die meinetwegen 100 Euro oder in dem Fall vielleicht 0,001 Bitcoin, die wir bezahlen, die waren am Endeffekt viel, viel mehr als ursprünglich gedacht. Und das würde natürlich dazu führen, dass das ganze System holperig wird. Weil wenn ihr nicht genau wisst, was ihr in dieser Sekunde gerade ernsthaft bezahlt, weil ihr die Kursschwankungen nicht ausgleichen könnt, wäre so eine Karte natürlich ziemlich unnötig. Und sie versprechen eben mit einem gewissen System, wie genau es funktioniert, wie gesagt, weiß ich nicht. Das wollen sie auch irgendwie nicht preisgeben. Damit wollen sie schaffen, diese Schwankungen einfach auszumerzen. Ihr könnt also ganz genau sehen, um wie viel Uhr ist der Kurs bei welchem Stand. Und wenn ihr in diesem Moment bezahlt, spielt es gar keine Rolle, wie sich der reale Kurs gerade verändert hat. Ihr kauft wirklich zu diesem Kurs ein und könnt dementsprechend kalkulieren. Ja, ansonsten gehört zu Monaco oder eine wichtige Information, und zwar Monaco ist ein ESC20 Token. Ich zeige euch gleich meine Aufschlüsselung dazu. Monaco selbst arbeitet, für diejenigen, die noch ein bisschen tiefer rein wollen, sie arbeiten auf einem sogenannten Monaco Asset Contract. Und dieser Monaco Asset Contract ist im Prinzip ein weiterer Vertrag, in dem geregelt wird, wie zum Beispiel die Gebühren, die anfallen für denjenigen, der Monaco nutzt. Das ist übrigens auch der einzige Nachteil, den ich bisher finden konnte. Man zahlt 1% Gebühren bei jeder einzelnen Transaktion. Dieses 1%, in dem Fall nennt sich das oft Fee, diese Gebühr geht an Monaco, an das Team quasi. Und dieses Team nutzt dann diese Einnahmen für Weiterentwicklungen, für neues Marketing, für mehr Sicherheit, meinetwegen für mehr Hardware und. Also dieses wird sofort reinvestiert in das System Monaco. Und aktuell wird unterstützt bei der App und bei der Card Ethereum, Bitcoin und alle ERC20 Token. Ich hatte euch vor 2 Wochen gesagt, ich will mal ein Video über ERC20 machen. Allerdings wurde mir von meinem Freund abgeraten, das zu tun. Er ist auch sehr tief drin in der Kryptowelt. Und ich habe gemerkt, als er mir erklären sollte, wie er den ERC20 Token sieht oder den Vertrag, der dahinter steht, dass da so viele Fachbegriffe gefallen sind und so viel Details. Da dachte ich, wenn ich das jetzt meiner Community antue und euch so langweile mit so einem trockenen Thema, dann werdet ihr mal alle vom Stuhl fallen. Deshalb möchte ich heute mal kurz und knapp erklären, was ist ERC20 beziehungsweise welche Coins gehören dazu. Und wer da noch mehr Fragen hat, kann mich gerne privat anschreiben, dann kläre ich das gerne mit euch. Aber für die Masse, glaube ich, ist das Thema einfach ein bisschen zu viel. So gut, ERC20 Token.
Hier seht ihr mal eine kleine Übersicht. Ich zeige euch gleich noch mehr. Kurz vorab, ERC20 ist nichts anderes als ein Vertrag, der auf der Plattform Ethereum geschlossen wird. Es gibt also, wenn man sich bei Ethereum, ihr könnt euch das so vorstellen, wie so ein Riesencomputer mit Fangarm, wie so ein Kraken. Ja, jeder, der sich daran docken will und sozusagen von Ethereum partizipieren will, muss mit Ethereum einen sogenannten Smart Contract eingehen. Also eine Art Vertrag, dass man zusammenarbeitet. Und dieser Vertrag, den man dort eingeht, der kann verschiedene Namen haben. Der kann ERC1 heißen, ERC50 und eben auch in diesem Fall ERC20. Das Besondere beim ERC20 ist die Art und Weise, wie die Coins, die sich in diesem Vertrag Token nennen, wie die bei Ethereum implementiert werden. Also wie schafft es die Firma, beispielsweise Qtum oder OmiSego, jetzt von ihrer Idee ans Ethereum-Netzwerk zu kommen? Und um das zu können, gehen sie gewisse Vorschriften ein, gewisse Regeln, die es gibt. Und jeder in dieser Gruppe, der sich eben bei Ethereum über diesen ERC20-Vertrag in das Ethereum-Netzwerk einbringen will, muss sich an diese Regularien halten. Es gibt beispielsweise in diesem Vertrag gewisse Regularien, was den ICO betrifft. Es gibt Regularien, wie viele Token produziert werden dürfen, beziehungsweise auf dem Markt dürfen, in welchen Schritten und. Sehr, sehr umfangreich. Und das Besondere, was ich aber finde, ist, dass viele dieser Token, die sich für das ERC20-Modell entschieden haben, Token sind, die aktuell sehr, sehr publik sind und sehr bekannt sind und teilweise auch schon sehr erfolgreich. Und genau deshalb habe ich euch einfach mal so ein paar Screenshots hier reingepackt, dass ihr mal sehen könnt, welche da so drin sind. Einige werdet ihr noch nie gehört haben, andere habt ihr schon öfter mal auf dem Schirm gehabt. Hier zum Beispiel OmiSego, Tenex, EOS, das sind, glaube ich, so gängige Begriffe, genauso wie Golem. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel Monaco hier mit drin, Civic oder auch Bancor Network. Wir haben dabei Funfair, naja gut, habe ich schon oft gesehen, aber so richtig wissen tue ich es nicht. Aber ansonsten Token Card oder Wings, sehr, sehr interessante Coins. Oder Token sind es ja hier. Und wir haben darüber hinaus auch noch sowas wie AdToken, First Blood, schon oft gesehen. Vielleicht wisst ihr was über First Blood, schreibt es mir gerne mal in den Kommentar rein. Ich kenne das nur noch von Counter-Strike von früher. Ja, und sonst noch einige andere. Lunia ist dabei, Humanic und. Also ihr seht, das sind sehr, sehr große und vielversprechende Konzepte, die sich eben über diese Implementierung beim ERC20 dazu entschieden haben, über diesen Weg bei Ethereum auf die Blockchain zu kommen. Und ich glaube, generell ist das ein ganz, ganz spannendes Thema, weil diese Coins ja maßgeblich auch für den Erfolg von Ethereum verantwortlich sind. Alles klar. Jetzt würde ich noch ganz gerne mit euch einmal darüber sprechen, wer eigentlich hinter Monaco steht. Wir durchleuchten immer sehr viel Technik bzw. so oberflächliche Themen. Jetzt möchte ich mal kurz mit euch gucken, wer dahinter steckt. Ich habe euch hier mal die vier wichtigsten Personen aus dem Team vorgestellt oder möchte ich euch kurz vorstellen. Es sind, ich will jetzt gar nicht aufs Detail eingehen und auf deren Schulbildung und all dies, das ist für mich eigentlich irrelevant. Wir sehen aber, es ist ein relativ junges Team und ein Team, das besonders aus der Finanzdienstleistung kommt, also die sehr finanzdienstleistungsorientiert arbeiten. Und demnach glaube ich schon daran, dass solche Menschen auch wirklich wichtig sind an solchen Positionen, denn sowas wie Monaco ist ja eigentlich nichts anderes als das aktuelle System, das wir kennen, mit Kreditkarten oder mit sonstigen Cards, mit denen man hin und her transferieren kann, das Ganze einfach eins zu eins zu übernehmen und auf die Kryptowelt zu kopieren. Und ich glaube, um das zu können, braucht man einen guten Durchblick über die ganze gesamte Wirtschaft und über die Finanzen. Und ich glaube, gerade mit diesem Herrn Marsalek, gibt es auch in einem Image-Video von denen, und dem Herrn Melo als Finanzvorstand oder als Finanzchef, glaube ich schon, dass das Ganze sehr interessant werden kann. Die Chinesen, oder ich glaube zumindest, es waren Chinesen, die beiden sind natürlich auch nicht ohne, weil das sind vor allem so die, ich nenne sie immer so ein bisschen die Technikaffin. Ja? Die wissen genau, wie das ganze System funktioniert. Der asiatische Markt ist teilweise Welten voraus, was die kryptonische Verschlüsselung angeht und die ganzen Systeme dahinter. Und ich glaube, von daher kurz und knapp, es ist ein relativ guter Mix, der dabei bei Monaco ist. Allerdings muss man gleichzeitig dazu sagen, dass die Jungs, die das hier machen, dass sie alle ja eigentlich noch nie so wirklich in Erscheinung getreten sind. Also ich konnte sie auch noch nicht bei irgendeinem anderen ICO beobachten. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob sie in einem Team von irgendeinem anderen besonderen Token oder Coin mit dabei waren, sodass man sagen könnte, hey, der und der sind Erfolgsgaranten, weil die und die Idee haben sie schon mal umgesetzt und waren damit erfolgreich. Das zum Beispiel bei diesem Vitalik Buterin,
Bei ihm ist es zum Beispiel so, er hat damals Ethereum mitprogrammiert, er war extrem erfolgreich und als ich dann sah, dass er bei OmiSego mit Ideengeber und Ratgeber war, war für mich klar, dass OmiSego mit Sicherheit auch ein Erfolg wird. Und solche Indikatoren sind für mich manchmal ganz wichtig, neben den Zahlen, Daten und Fakten, wer steckt dahinter? Und deshalb wollte ich euch heute das erste Mal auch mal sowas mit ins Video einbauen. So, Zusammenfassung, ja, Monaco hat großes Potenzial, wenn sich die Visa-Cards wirklich bei der Masse durchsetzen. Allerdings muss man dazu sagen, mit 10x und Token Card, die exakt das gleiche Modell machen, haben sie zwei sehr starke Mitbewerber. Gerade 10x ist ein sehr, sehr innovatives Unternehmen. Ich halte sehr viel davon. Von daher glaube ich schon, dass das ein kräftiger Kampf wird. Auf der anderen Seite sehen wir in der heutigen Zeit auch, dass es zwar Visa gibt und Mastercard, aber es gibt auch einige andere bekannte Kreditkartenunternehmen, wie zum Beispiel American Express oder. Somit sieht man also, es gibt auch heute viele verschiedene Anbieter, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Warum nicht auch in der Kryptowelt? Neben der Idee ist Monaco vor allem aufgrund seiner geringen Token sehr spannend für Anleger. Denn wir wissen ja, dass der Kurs sich entwickelt aus Angebot und Nachfrage. Wenn wir uns also mal bei CoinMarketCap die Zahlen angucken würden, würden wir links sehen, wie viel MarketCap existiert. Und rechts sehen wir, wie viel Token es insgesamt gibt, also maximal Supply. Und je weniger Token es gibt, desto schneller steigt der Wert, wenn Geld auf den Monaco-Markt kommt. Und das ist der Grund, warum Monaco schon mit wenig Marktkapital sehr hohe Kurse erreichen kann. Das ist nicht zuletzt letzte Woche passiert, wo der mal eben von 7 Euro auf über 20 Euro geschossen ist. Von daher, das ist, glaube ich, daher sehr einfach begründbar, weil es eben sehr wenig Angebot gibt. Ja, wer also heute einsteigt, kann unter Umständen vielleicht später richtig viel davon haben. Auf der anderen Seite, es ist entweder Top oder Flop, denn wenn sich die Karten durchsetzen, ist Monaco eine mega gute Anlage. Wenn es nicht so klappt, wie Sie sich das vorstellen, kann es genauso gut nach hinten losgehen. Im Prinzip ist noch zu sagen, in der Mitte sehen wir es nochmal, ein durchmischtes, kompetentes Team hinter Monaco, noch kein erfolgreicher ICO. Wenn ihr was wisst, gerne her damit, aber ansonsten habe ich noch nichts von den Kollegen gehört. Somit ist Monaco insgesamt ein Token, der sehr spannend ist. Die Idee finde ich mega cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es mal in der Realität selber nutze, das Ganze, und damit bezahle. Andererseits ist Monaco zwar schon auf dem Markt, also es gibt die Karte schon wirklich und sie wird auch schon genutzt, aber noch sehr, sehr wenig und sehr, sehr verhalten. Und ich glaube, bis das Ganze soweit ist, vergehen noch einige Jahre, bis die Masse bereit ist für so eine Innovation, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das dauert. Und ich hoffe, dass sich auch an den Gebühren noch was ändert, denn ich finde, 1% hört sich erst einmal wenig an. Aber wenn ihr mal teilweise überlegt, was man so für Summen hin und her transferiert oder was man vielleicht auch mal mit Bitcoin bezahlen will, zum Beispiel ein Auto oder sonstiges, dann ist das schon ziemlich lästig zu wissen, dass über 1% an die geht, weil ich kann mir vorstellen, dass neben den Kosten für Monaco wahrscheinlich in der Praxis auch nochmal Visa-Kosten anfallen. Somit hoffe ich, dass sich das, je mehr Leute es nutzen, irgendwann etwas minimieren wird. Ja, das war's an dieser Stelle. Wenn ihr noch was habt, was euch einfällt zu der ganzen Thematik oder wenn ihr sagt, hey, ich habe noch die und die Einwände oder die und die Ergänzung, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten verlinke ich euch wie immer alle Informationen und alle Seiten einfach in der Beschreibung. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und schreibt mir gerne, über welche Themen ich berichten soll, über welche Themen ich noch nachschlagen soll für euch. Ja. Wenn ihr sonst nichts weiter habt, macht euch einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao!